Ja, guck mal, doch, das geht. Das ist nicht so schlimm, dass es von außen hier irgendwie so ein Stück Treppe zu sehen ist. Es ist ja auch ein Turm. Das ist ja kein Wohnbereich. Wobei das ja alles irgendwie kein Wohnbereich sein sollte ursprünglich. Gut, wir gehen mal hier einmal hoch. Und dann. Wir haben ja auch nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie da oben hoch zu gehen tatsächlich. Na, gucken wir mal eben. Wir müssen ja. Ups, da ist die Fackel. Wir müssen ja gucken, dass wir. Ah, hier an der Seite, hier kann man nämlich nicht hochgehen. Man kann nur hier hochgehen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo. Also müssen hier auf der Höhe irgendwo hochgehen. Oder machen wir das hier dann daneben oder so, ne? Das wäre hier, das wäre nur dieser innere Bereich, wo man hochgehen kann. Ist ja doch nochmal richtig fies, ne? Gut, wir könnten hier diese Ecke natürlich irgendwie nutzen und hier hochgehen und dann oben einmal irgendwie rumgehen. Wir nutzen erstmal das hier. Also es wäre hier, wäre nämlich schon wieder nicht möglich. Ne? Man müsste dann hier auf der Ebene. Hier hört man sich dann auch wieder den Kopf stoßen. Man kann ja mal eine platzieren und mal gucken, ob man sich da tatsächlich den Kopf stößt. Wird man sich nicht, man wird gar nicht hochkommen. Gut, dann, ich glaube, wir machen uns da wenig Stress. Wir bauen hier einfach eine Leiter irgendwo hoch, ne? Können ja einen von den Dingern runterziehen. Und den hier ziehen wir einfach runter. Beziehungsweise brauchen wir gar nicht, ne? Wir setzen da einfach eine Leiter ran und gut. Aber hier auf der Seite. Nein, Moment. So. Hier auf der Seite ziehen wir die Leiter hoch. Und dann, oh, hier nämlich schön, dass man nicht runterfällt an der Seite, ne? Keine Leiter dabei. Wieso habe ich keine Leiter dabei? Dann machen wir mal schnell. Vier, na, werden wahrscheinlich nicht reichen, ne? So, von hier unten kommt man schön in das erste Geschoss und hier kommt man dann nämlich schön. Fast. So. Dann den Scheiß hier wieder weg. Da kommt er nachher dann vernünftig hinter und dann kann man nämlich hier. Ja, so ist doch schön. Und damit man auch vernünftig runterkommt, machen wir hier einen höher. Und dann kann man hier oben nämlich wieder zubauen. So. Na. Falsches Werkzeug. Zack. 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 So. Ja. Und dann kommt man nämlich hier wunderbar wieder runter. Und dann kann man nämlich von hier Treppe runtergehen und man kann vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht mal schauen, dass man hier nicht abstürzt. Das sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus da oben. Wir lassen das mal hier so auf einer Höhe. So ist doch fein. Jetzt kommt man hier nämlich wunderbar rauf und dann kann man hier sich schön umgucken und dann kann man hier hochgehen und dann ist man hier oben. Kann man dann hier Kisten hinstellen? Was kann man denn hier? Oh, hier zwei Doppelkisten und eine normale kann man hinstellen. Ne? Immerhin. So. Ach, der Ausblick. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Oh. Gut. Dann kann man nämlich hier dann jetzt auch vernünftig zumachen. Wenn wir hätten, könnten wir auch tatsächlich.
guck mal hier, da müssen wir mal wieder nachlegen. Brennt wohl nicht so gut, wa? Müsste aber eigentlich sowieso reichen. So. Ach, wieso gehe ich eigentlich noch außen hoch? Wir können auch jetzt von innen hochgehen. Zu. Und von dem anderen machen wir auch zu. So, so. Ja, geht von außen. Geht von außen, passt von außen und von innen. Ja, von innen sieht man es halt so. Ne? So, wisst ihr Bescheid. Zack, zack. Treppe rauf. Hier ist schön. Hier ist schön. Gut. Ausblick ist schön, aber leider relativ nutzlos noch. Hier genau das gleiche. Da guckt man halt auf diesen Hügel. Den lasse ich, glaube ich, auch, den Hügel. Hier guckt man halt nirgendwo hin. Und wenn man sich bemüht, kann man dann hier später auf die Baumfarm und hinten auf den schwebenden Baum gucken. Und natürlich da auf die Berge und das Haus kann man sehen und den Hügel, den Berg hier kann man sehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier auch alles wieder zumachen mit Wald. Na, gucken wir mal. So, die sind jetzt auch fertig gebrannt. Jetzt brauchen wir sie natürlich irgendwie nicht mehr. Können wir so in die Kiste tun eigentlich. Können wir relativ viel in die Kiste tun hier, ne? Ach ja, hier wollten wir ja den Boden. Jetzt hatte ich das letztes Mal angefangen und habe das dann glatt vergessen, irgendwie den Boden schon mal den Boden schon mal einzubauen. Auch hier würde ich natürlich gerne wieder irgendwie einen schönen großen Keller irgendwie drunter setzen. Das heißt, wir ziehen auf jeden Fall einen Boden rein und dann bauen wir uns langsam runter und wenn wir tief genug sind, können wir die Decke bauen und so. Moment. Irgendwie wäre es ja ein bisschen cheaten, ne? Naja, was soll's. Ach, was soll's. Wir haben eh keine mehr. Replacement. Oh oh, kann man die Truden replacen? Das wäre ein bisschen gruselig. Holz. Wir brauchen... wir brauchen Holz. So, wie ging das noch? War das so? Nee, ist ja komplett ausgefüllt, ne? Konnte man nicht irgendwie... Ne, man kann da nur so 10er nehmen. Ich würde halt gerne alles irgendwie auf gleichmäßig auf die Anzahl verteilen von denen, die ich gesetzt habe. Geht wohl noch nicht. Dann müssen wir es manuell machen. Mehr oder weniger gleichmäßig, ne? 81. Gucken wir mal. Wir verwursten das jetzt einfach mal alles. Schön zu Holzwurst. So. Und Stöcker. Stöcker! nein, ich glaube, wir machen das ordentlich. So. Wollen sie auch nicht zu einfach haben, ne? Wobei das jetzt nicht sonderlich schwer ist, aber du verstehst schon, was ich sagen möchte. Ich habe ja nur grundsätzlich nur kluge Zuschauer. Ne? Also von daher alles gut. So, bam. Und hier hinter können wir eigentlich die Treppe nach unten machen dann, ne? So, so, so. Austauschen. Vielleicht mal kurz Häppchen essen. Und dann zimmern wir hier einmal alles zu. Zack, 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 zack. Wie die ganzen Sachen wieder hochspringen. Hier schon. Und hier geht's dann runter in den Keller.
Gut, dann gucken wir mal, dass wir es einmal irgendwie vernünftig ausleuchten mit den Fackeln. Das heißt, neben den Fenstern, neben der Tür. Und dann müsste das auch. Na gut, hier ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht kann man es hier oben irgendwie dran setzen, hier oben drüber so. Da fehlt glatt noch was. Na gut, dass ich noch ein paar Treppen dabei habe. Zack. Oh, guck mal, hier muss ein. Falsches Werkzeug, egal. Da muss ein Ganzer rein. Joa. Es ist jetzt zwar nicht mehr so richtig, aber passt schon so. Ja, gut, also das hier alles schön und gut. Und hier unten wird es dann auch alles schön und gut. Ah, wir müssen mal schauen mit diesem Ding, das ist jetzt hier noch dahinter. Und hier müssen wir natürlich auch gucken, wie wir weitermachen. Glaube, wir ziehen die einfach so mit runter. Und dann gucken wir mal, wie wir dann unten da die Wand haben. So, von denen hier, da brauchen wir jetzt nämlich eine Treppe. Ja, gut. Sind halt 8 geworden. So, dass wir die in demselben Stil haben. Dann kommt man hier nämlich schön runter, ohne sich den Schädel anzuhauen. Also das mit den Fackeln, das ist mir hier echt zu viel. So, muss reichen. Ach, hier haben. Ah, ja, guck mal, hier haben wir ja auch noch. Also, ach, scheiße, hier wird man sich dann ja auch. Na, guck mal, hier wird man sich da nämlich schön irgendwie einsperren, wenn man das da hinsetzt. Sehr gut. Da lachen sogar die Hühner. Da ist es wieder. Ja, nee. Oh, also. So. Und schon haben wir nämlich wieder ein paar hiervon. Ups. Was habe ich denn hier rausgenommen gerade? Bin ich blöd? So wollte ich das haben. Was mache ich denn da, wenn man hier hinsetzt? Ja, da haut man sich nämlich nicht hin. Ja, knapp, ne? Weil hier diese komische Ecke da mit dem unterschiedlichen, dass es unterschiedlich hoch ist, das sieht halt ein bisschen merkwürdig aus und aber so zumachen ist halt auch doof. Das Blöde ist, man kann hier auch nichts hinmachen, weil man sich dann hier sofort irgendwie den Schädel anhauen würde. Könnte natürlich gucken, ob man hier umgedrehte Treppen irgendwie. Es wäre alles so einfach, wenn es gehen würde. Ne? Es wäre alles so einfach. Dass man das hier oben nicht nutzen kann, das ist klar. Also da kann man vielleicht irgendwo eine Treppe ranbauen, aber das war es dann auch schon. Na. Wir machen es erstmal. Wenn es nicht gut ist, man kann es ja immer noch wieder entfernen. Ja, und dann brauchen wir. Komm, scheißegal. Es ist ja alles ein Material, was man dann immer wieder anderweitig verwenden kann. Ja. Da wäre dann halt so ein bisschen angedeutet ein Bogen drin.
Ja, jetzt sieht man zumindest diesen komischen Ansatz da nicht mehr. Ich glaube, das passt schon so. Das kann man, glaube ich, so machen. Immer noch 3 hoch, sogar ein bisschen höher als 3. Also von daher, das ist, glaube ich, ganz okay so. Erstmal Tür zu. Können ja Monster reinkommen. Vor allem wird es gleich wieder Nacht. Dann kann man nämlich mal gucken, wie das hier mit der Beleuchtung ist. Ich glaube, das ist mehr als ausreichend hier, zumindest im Turm. Ach, komm, was soll's. Hier machen wir 2 hin. Ja, ist glaube ich, okay so. Das bleibt hier auch nicht in der Mitte. Das kommt noch irgendwo an den Rand. Wir haben ja hier eine Wand, irgendwie, wie man Sachen dann, wo man Sachen hinstellen kann. Das ist, glaube ich, schon okay. Hoch kommt man hier halt nicht, aber wie schon gesagt. Drofige Schisse. Man kann natürlich gucken, ob man hier vielleicht durchkommt. Ach, guck mal, hier könnte man... hier könnte man reinkommen. Das ist halt natürlich sehr schön. Das heißt, machen wir das zu, machen wir da eine Treppe hin, da machen wir eine Treppe und eine Tür rein. Ach nee, kann man nicht, weil hier drunter ist ja offen. Das ist ja dieser Balken hier. Jetzt hätte ich gesagt, hier Treppe rein und passt schon, aber in dem Fall, wir legen es, glaube ich, mal aus. Ups. War eh blöd. Und da dann... Ach, hätten wir doch nur eine Treppe. Ach, guck mal, da haben wir eine. so. Nee, sieht doof aus. So. Ja, so ist okay. Machen wir hier unten hin. Hier seine Treppe. Und dann setzen wir eine Tür davor. Kann man die Tür eigentlich aus dem hier machen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und for the texture machen wir die Tür nach innen. Oder machen wir die Tür nach außen? Ich glaube, wir machen die so. Ich glaube, das sieht so besser aus. Edeminimiste. Zack. Dass wir sie da von außen ein bisschen hier reingespiegelt haben. Ja, hier, wie gesagt, das ist von innen, von unten der Balken. Ja, so ist doch schon mal okay. Gut, Dach ist jetzt natürlich nicht mehr symmetrisch, weil hier irgendwie das einmal hochgeht, aber das passt schon. Dann kann man den Platz hier ja doch nutzen. Das ist doch wunderbar. Also nochmal ein paar Kisten, die man reinstellen kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, hier oben, da müssen wir auch mal gucken. machen wir, glaube ich, genauso wie unten. Einfach oben an über die Fenster, beziehungsweise hier über die Tür. Und hier oben. Ja, das ist schon okay so, das passt so. Dann haben wir hier beleuchtet, hier beleuchtet, hier beleuchtet. Ist natürlich jetzt, wenn es Tag ist, schwer zu gucken, ob denn die Beleuchtung so auch passt. Stecken den Scheiß hier erstmal wieder ein. Aber ich denke, das ist in Ordnung so. Müssen wir schauen, was wir jetzt von außen beleuchten. Wir können erstmal gucken, dass wir den Quatsch hier wieder wegnehmen. Schaufel, die Highspeed-Schaufel. Oh, du bist so schnell beim Schaufeln. Ein über der Tür. Da ein... Ach nee, wir müssen hier an die Außendinger gehen, weil geht ja nicht anders. Dann machen wir so eine Eckbeleuchtung, das ist, glaube ich, okay. So. 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 Die Eckbeleuchtung, da ist sie. Ja, oben der Turm, der bleibt wie er ist, bis auf diese Lücke, die müssen wir gleich nochmal zumachen irgendwie. Finde ich so, ehrlich gesagt, tatsächlich schöner als vorher.
Ist natürlich jetzt keine architektonische Meisterleistung, aber es ist, glaube ich, in Ordnung. So, dann müssen wir mal schauen. Haben wir eigentlich... Nee, haben wir natürlich nicht. Schade. Ich dachte, wir können uns hier auch eine Säge machen. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Eisen mit und dann gucken wir mal, dass wir uns drüben auch eine Säge bauen. Hier ist auch keine mehr drin. Schade. Bergbau. Haut ein Inge. Da fehlt die Übersetzung wieder. Was macht denn die Farm hier? Gar nicht weitergewachsen, ne? Wieso sind die so anders aus... Das verwirrt mich. So. Jetzt ist wieder gleichmäßig. Ah, guck mal, in dem Moment wachsen sie dann auch. Sehr gut. So, einmal zur Säge. Und bei der Säge, da machen wir nämlich hier mal noch welche von. 12, 16. Und dann ein bisschen Müll wieder mitnehmen. Und dann gehen wir einmal rüber. Ja, also man sieht das mit dem Loch da. Das hat leider nicht funktioniert. Dafür funktioniert das mit der Sichtweite. Das ist auch in Ordnung. Hier wäre dann auch wieder alles Wald später, ne? Weil ich überlege, machen wir hier so einen Apfelbaumwald oder machen wir so einen Mischwald hier mit den Dingern noch? Gucken wir mal. So. Hinein in die gute Stube. Na komm, Tür zu. Rums. Bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir hier oben erstmal zu. Und dann ist es gut, ne? Dann ist es gut hier. So, und nun können wir nämlich mal schauen. Davon brauchen wir erstmal nichts mehr. Davon brauchen wir erstmal nichts mehr. Da brauchen wir gleich von. Da brauchen wir auch gleich von. Haben wir aber noch genug. Dann brauchen wir Holz und... Holz haben wir noch. Dann gucken wir, ob wir eine Säge bauen. Die ging doch irgendwie so, nicht wahr? Da. So. Dann machen wir das nämlich gleich mal hier irgendwie in den Werkbereich nach außen. Wird man die so benutzen, die Säge? Man wird so schieben, ne? Hinten gegen die Wand schieben ist aber irgendwie doof. So. So wird man schieben. Sehr schön. Sehr schön, Säge haben wir. Brauchen wir irgendwas sägen? Nein, ne? Wir müssen ja gerade gar nichts sägen. Aber jetzt haben wir zumindest eine Säge, das ist auch schon mal schön. Und wir haben sogar einen... Klangen die schon immer so? Ja, passt schon. Dafür knallt er die Türen zu, das ist auch schön. Was wollte ich machen? Helft, 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 was wollte ich machen? Wollte ich was brennen? Nein. Wir waren außen, waren wir durch, hier waren wir durch, hier waren wir durch, da oben waren wir durch, da waren wir durch, da waren wir durch. Das passt soweit alles, hier oben, das passt jetzt auch soweit alles. Bleibt eigentlich nur noch den Keller zu machen, oder? Und der Weg natürlich, haben wir jetzt zufällig ein bisschen Kies dabei? Nein. 8 Kies. Können wir hier mal gucken, dass wir hier so ein bisschen weiter irgendwie in den... Ach, hier, Schaufel.
So. So, dass wir so irgendwie weitergehen. Und schon ist es aufgebraucht. Sehr gut. Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Weg. Der wird hier hinten sich dann rumschlängeln. Und hier muss das auf jeden Fall, das muss alles noch dichter werden. Noch dichter als du. Gut. Baumfarm. Bevor wir den Keller machen, würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwie eine Baumfarm uns irgendwie da hinstellen können. Dazu. Wir haben auf jeden Fall Stein, um das so ein bisschen zu separieren. Und wir haben auf jeden Fall eine falsch eingestellte Webcam, aber das ist in Ordnung. Die Baumfarm. Die Baumfarm ist groß. Wie groß ist die Baumfarm? Die Baumfarm ist, nutzt auf jeden Fall diese Fläche hier aus. Baum. Machen wir zwei Abstände. Eigentlich bräuchten wir ja gar keine Abstände bei meinem Test, ne? Wir machen mal eine Abstände. So. So. Ah, guck mal hier, wie schön natürlich das alles gewachsen ist hier, ne? So. Und damit hätten wir dann ja quasi unsere Fläche für die Farm. Und das ist vielleicht sogar alles so nah genug aneinander, dass man mit einmal irgendwie anschlagen, alles irgendwie abholzen kann. Kann man denn hiermit irgendwie schön was bauen? Da kriegt man die Steine raus. Kriegt man doch noch andere Sachen raus. Da kriegt man die Glatten raus. Und man kriegt einen Ofen raus und man kriegt... Sowas kriegt man nicht, ne? Aber man kann hier mit Ofen Stone Tiles machen. Ja, genau. Machen wir Stone Tiles. Ja, wir machen. Ich war kurz in Gedanken versunken. Ja, wir machen Stone Tiles. Gucken wir, wie viel wir davon brauchen. Und aus den Stone Tiles, da machen wir ziemlich ein paar Schlappen. So. Und dann, hier müssen wir natürlich auch gucken, das ist alles ganz natürlich gewachsen. So. Das war schon immer so. Wir haben uns einfach die Dinge, die schon waren, genommen und haben uns daran einfach beim Bauen orientiert. Alles natürlich so schon entstanden und das war uns die Natur und das ist nachhaltig und hier ist nichts verändert worden. So, oder so ähnlich. Dann ziehen wir nämlich hier mal einmal eine Reihe. Ups. Und dann ziehen wir hier durch nämlich auch schon mal. Also es war natürlich irgendwie mit den Bäumen zur Orientierung einfach nur, wie wir es dann später bauen. Oh je, ein zu viel, naja gut. So, so. So, so. So, so. Na? Na? Komm. Na. Na? So, dann ziehen wir hier eine Ebene mit... Ah, hier muss auch wieder ganz natürlich alles belassen werden und das war ja schon immer so. Das sah auch schon immer so aus hier, also von daher der Natur wird hier irgendwie kein Schaden zugefügt. Das muss so, das war so und das wird auch immer so bleiben.